Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Fußballmanager 13 mit Udinese Calcio hier in der vierten Saison. Heute hier im Part Nummer 242 und zum Dienstagsvideo, denn wir haben heute Dienstag, den 23. Juni 2015 und damit herzlich willkommen. Wir haben es geschafft, haben gewonnen gegen den AC Mailand und zwar mit 3:1. Wirklich klasse Partie unserer Jungs. Spieler des Spiels David Ospina hat wirklich gute Paraden gezeigt, hat uns somit den Weg zum Sieg geebnet. Wittmer mit dem Tor und Weierpack hier von unserem Anfield Korea 3,0. Ansonsten war es soweit in Ordnung. Sehen Sie auch von den Ansprachen her, sind beide erfüllt worden beim Gegner, den wir das David Klaassen das Tor gemacht hat, 2,5 und damit bester Spieler war. Hier sehen wir auf der Bank Danilo, hätten sie besser einsetzen sollen, kam für 12,5 Millionen von FC Porto, ist in der Realität ja zu Real Madrid gewechselt. Jetzt hier zu den Statistiken, 7:5 Schüsse, 3 aufs Tor, 4 daneben, 6:5 Chancen, 54-46% Ballbesitz und Spieler des Spiels David Ospina, der allmählich das zeigt, wo ich ihn endlich holen wollte. Also wie gesagt, er kam ja zum 1. Januar, ich wollte ihn ja schon im Sommer holen, das hat ja leider nicht funktioniert. Und ihr seid in letzter Zeit in den Kommentaren immer eher pro Karius, aber ich halte hier an Ospina jetzt erstmal fest, weil er wirklich auch ein klasse Mann ist. Und jetzt zu den Ergebnissen. Und wir sehen's, Tatsache, wir sind Tabellenführer. Mit 2 Punkten Vorsprung und das nach 27 Spieltagen. Ich kann es einfach nicht glauben und ich muss mich wirklich immer wieder hier kneifen. Ich kann es einfach nicht glauben. Siena gegen Florenz 1:1. Atalanta Bergamo gewinnt 5:4 gegen FC Parma. 1:1 in der Partie FC Genua gegen Inter Mailand. Lazio mit dem 1:0 gegen Empoli. Juve mit dem 0:0 gegen den SC Turin hat uns damit den Weg geebnet. Sampdoria Genua 1:1 gegen Chievo Verona. US Palermo 0:0 gegen AS Rom. FC Bologna unterliegt hier 1:3 Hellas Verona. 4:2 Erfolg von Neapel gegen Catania. Und zu guter Letzt das 3:1 von uns gegen den AC Mailand. In der Tabelle sehen wir uns an Position 1 mit 57 Punkten. Dahinter mit 2 Punkten Abstand jeweils Juventus Turin und der AC Florenz. Auf der 4 Inter Mailand, auf der 5 AC Mailand. Auf 6 der SSC Neapel und unten Catania, Hellas Verona und Chievo Verona. Und die Reserve hat 1:1 unentschieden gespielt. Sehen hier Bonasoli mit dem Treffer. Ist natürlich auch eine Geschichte. Der Ex-Interakteur hier gegen den AC Mailand. Alessandro Gambino, das war doch dieser, ach der 3,5er da. Den wir ja auch mal holen wollten. Sehen hier Nocerino. Den Matri, also haben hier nominelle wirklich Top-Spieler, auch Robinho. Naja, was die so alles in der zweiten Mannschaft haben, unglaublich. Gehen wir mal weiter zu den Stimmen. Es ist wichtig, dass man 90 Minuten mit voller Konzentration an das nächste Spiel denkt, sagt Filippo Inzaghi. Wenn man schon an das nächste Spiel denkt, obwohl man noch in einem Spiel drin ist, ich weiß nicht. Ist nicht so gut. Und ich sagte, wir haben sehr kompakt gestanden und verdient gewonnen. Man hat heute gesehen, dass wir gegen den Besten gewinnen können. Das stimmt. Fußball bedeutet Freiheit. Carlo T. aus Bergamo. Und jetzt zur Spieltagsstatistik. Dort sehen wir niemand von uns in der Elf des Tages. Sehen dafür 3 von Lazio, Virgil van Dijk, Neutink und Heuberg, der es reingeschafft hat. Spieler des Spieltags, Jonathan Vieira. Teamleistung heute drittbeste, Schnitt von 3,09, der Saisonschnitt von 3,05. Beste Spieler Muriel mit 21 Buden, dahinter Destro mit 21 Buden, dann kommt unser Aguirre mit 20. Und nach 27 Spieltagen Andochar Noten, bester Spieler. Jetzt zum Fairplay. Sehen wir uns an Rang 2 und sehen hier einige Ausfälle, darunter Niom 3 Tage Leistenzerrung, Karius 6 Tage Adduktorenbeschwerden. Und das Duell zwischen Stefan Bell und Grimaldo hat unser Mann für sich entschieden und dann können wir weitergehen. FC Turin hat das Kunststück fertiggebracht, seit mittlerweile 5 Spieltagen auf dem 12. Tabellenplatz zu verweilen.
bei denen wir uns bedanken müssen für die Schützenhilfe bei dem 0:0 gegen Juventus Turin, was uns ja die Tabellenführung beschert hat. Und jetzt sehen wir hoffentlich nur ein paar Transfers oder Vertragsverlängerungen. Unter anderem Thiago Costa, Karim Benzema, Bonucci, Soldado, Robert Zulsch bei Greuther Fürth. Und dann hoffe ich jetzt, dass ich den Quicksave krieg. Gut, weil den Sieg will ich mir jetzt auf jeden Fall abspeichern. Weil es ist einfach nur überragend. Es ist einfach nur überragend. Tabellenführer. Nach 27 Spieltagen, ich kann es einfach noch nicht glauben. Werden wir schon bereits in der ersten Saison, wo wir hier Trainer sind, Meister? Also dann wäre das wirklich eine reine Sensation. Ich weiß, ich habe meine Mannschaft hier mehr oder weniger umgemodelt, habe den Kader aufgeräumt. Können wir ja hier nochmal angucken. Hab wirklich ordentlich mich verstärkt, ordentlich abgegeben, haben sogar Transfer Plus gemacht. Haben wirklich großartige Spieler geholt, die uns das auch zurückgeben. Sehen Sie nochmal an der Ablöse. Fast 10 Millionen für Angel Correa, 7 für Ilkay Gündoğan. Wilhena 6,5, Chiriquez 5. Grimaldo 5 Millionen, der mittlerweile, glaube ich, 11 wert ist. Insigne, Karius geholt. Pepe und so weiter und so fort. Jede Menge Spieler, die wir uns geholt haben. Und ich muss schon wirklich sagen, wir haben wirklich Großartiges geleistet. Sehen Sie hier auch ordentlich eingenommen für Douglas Santos, der jetzt wahrscheinlich mehr wert ist? Nee. Sogar wieder unter Marktwert, klasse. Sami Yao bei FC Turin, der in 22 Einsätzen 9 Tore hat. Und bei uns ist ja wie gesagt Aguirre momentan in aller Munde. Der gute Fritz Meloni hatte mich diesbezüglich kritisiert, wieso du Damiano verkaufen konntest. Und das habe ich auch halt aus diesen Gründen, weil ich mit diesen Spielern nicht so klar komme. Und bei ihm im Spielstand ist er wirklich gut, da schießt er wirklich so alles weg, was Rang und Namen hat, von daher. Gehen wir jetzt weiter in der Woche und haben gleich das nächste Topspiel gegen Neapel, zum Glück zu Hause. Scouting abgeschlossen von Zielinski, Scout kehrt zurück. Niom wieder fit, ist doch gut, brauchen ihn. Sehen jetzt die Europa League Achtelfinal-Hinspiel. Dortmund 1:0 gegen Hoffenheim. Fulham 2:1 gegen Inter Mailand. Man City 1:0 gegen Liverpool. Leverkusen 2:0 gegen FC Sevilla. Sporting Braga, Bordeaux 2:2. Rubin Kazan fertigt Gladbach mit 3:1 ab. Lokomotive Moskau gegen AC Mailand 2:2 unentschieden und Dynamo Moskau 1:0 Auswärtssieg bei Newcastle United. So, und wir haben es dann gleich geschafft und wir haben schon wieder Ausfall. Wieder Schneefälle. Also allmählich ist diese Geschichte echt verrückt hier. Und vor kurzem kam auch der Kommentar auf, wir sollten ihn hier abgeben, aber da bin ich überhaupt nicht der Meinung. Er kriegt ja schon seine Einsätze. So, Scouting abgeschlossen von Jedwai. Starke Schneefälle, Spiel abgesagt, 16. Hoffen wir mal, dass Juve nicht gewinnt oder Florenz, weil dann wären die wieder vorne. Karius wieder fit. Und dann gucken wir hier auf jeden Fall gleich mal. Werde auf jeden Fall jetzt mal mit den Spielern reden. Und hier in der zweiten mal gucken. Weil da haben wir wirklich ein paar Spieler auf Krücken. Yassim Bucia wird dann für Reimann auflaufen. Tut mir leid für dich, Junge, aber du siehst es hier. Hast eine Stärke oder hast gerade eine Frische, die einfach nicht dem entspricht. Deswegen wirst du jetzt erstmal aus dem Spiel rausgenommen. Darfst dich dann erholen und wenn du wieder fit bist, dann darfst du ran. Genauso Pinzi, da kommt dann Abdulwahid Sissoko. Luis Koenen, hinten, total verloren. War das ein Eigentor von mir? Ach nee, Belmonte ist ja müde. Wen haben wir denn da noch alles als Backup? Belmonte, Riera, Taipa.
Dann kriegt Könen jetzt hier auch den Verweis darauf, dass er jetzt erstmal nicht eingesetzt werden muss. Damit auch er die Pause kriegt, die er verdient. Also verdient tut das jetzt zwar nicht, aber er ist einfach schwach. Genauso Nico Alberts wird Arnaldo spielen. So, Alberts kriegt dann hier auch den Befehl, erstmal nicht eingesetzt zu werden. So, dann schicken wir das so rein. Werden jetzt erstmal in die Spielergespräche gehen. Haben wir jetzt eine 175, das ist sehr stark. Wie geht's der Familie? Ah, sagt er nix. Gündogan, Bellarabi, Mascherano, Insigne, gut verbessert, das können wir jetzt noch nicht sagen. Saison ist ja noch nicht um. Inler, können wir auch nichts Passendes da sagen. Ospina auch nicht. Pepe, gut trainiert. Brahimi, ist auch nichts Gescheites. El Mohammadi hat gut trainiert. Agire, du trainierst sensationell. Dybala, wie geht's dir eigentlich? Kann gut verstehen, dass es hier viel zu tun gibt. Bedankt sich auch bei mir. Niom, du trainierst sensationell. Brahimi, nichts Gescheites dabei. Demichelis, gut trainiert. Arias, gut trainiert. Und Alexis Zapata, gut trainiert. So. Abgehackt, dann können wir hier weitergehen. So, sind immer noch erst einmal gucken, wie es danach aussieht, wenn dann so die ersten Ergebnisse durchlaufen. Wir werden es ja gleich eingeblendet sehen. Die zweite hat ihr Spiel, kriegt da auch den Segen. Beide sind stärker hier aus Pina und Bellarabi. Und dann schicken wir mal unsere zweite rein, die Partie. Und die gewinnen 2-0. Sehen Sie, in der Tabelle sind wieder Dritter. Also das heißt, Florenz und Juve sind vorgezogen. Müssen jetzt auf jeden Fall nachlegen, müssen gewinnen gegen Neapel, damit wir wieder Tabellenführer sind. Wenn schon, denn schon. Heißt jetzt das Motto, El Haddadi hat verlängert. Den wir ja zu Beginnzeiten bei den Rangers hatten. Hat sich auch wirklich gut gemacht. So, Scout kehrt wieder zurück. Benassi hat seinen Vertrag verlängert. Jardi, bester Mann, das ist natürlich Top-Geschichte hier. Tore machten Buccia und Bonazzoli. So, dann haben wir es gleich geschafft. Mittwochspiel, SSC Neapel Nachholspiel. Gegen den Tabellen-7. im Friuli, 1:1 das Hinspiel. Und dann haben wir es schon geschafft. Lemina verlängert Vertrag bei Inter. Dann gehen wir jetzt mal rein, haben nur Paredes, der wohl immer noch eine Pause braucht. Agire ist wieder fit. Wird dann für Correa auflaufen, der gute Correa. Wandert dann hier wieder auf die Bank. Gökhan Inler 95, darf dann auch wieder ran. Ilkay Gündogan wandert dafür auf die Bank. Paredes, da müssen wir wirklich gucken, wie wir das jetzt machen wollen. El Mohammadi ist wieder fit. Dann wird er natürlich auch wieder auflaufen. So, das haben wir dann. Also alle fit außer Paredes. Entweder El Yunusi oder Zapata, der hat es wirklich gut gemacht, wird auch den Platz jetzt kriegen. Wir schwächen uns auf jeden Fall, sehen es hier schon orange, aber wir sind zu Hause. Und Neapel ist durchaus zu schlagen. Von daher habe ich da auch mehr oder weniger keine Angst. Und dann gehen wir auch rein hier. Zusätzlicher Ansporn gibt es wieder, da es ein Topclub ist, 25.000 Euro. Vergleich, Niom kümmert sich um Colomba, Grimaldo um Callejon, Pepe um Duvan Zapata, Mascherano um Michu und der Inler, der Ex-Spieler, kümmert sich um Hamšík.
Sonderbewachung geht auf Walter Gargano und dann haben wir doch alles geschafft für die Folge. Wünsche euch dann jetzt auf jeden Fall einen schönen Dienstagmorgen, schönen Dienstagnachmittag.